Komm schon. Blümchen. Noch mehr Steine. Brauche ich alles gar nicht. Ein ganz kurzer Weg. War ein Hase, das ignoriere ich mal. Hasenloch und da zuckt schon wieder so ein Schatten lang. Komm schon. Na gut, wo sind wir jetzt? Wir sind da. Basis ist da. Ich laufe mal hier am Wasser lang, um zu gucken, ob es irgendwo eine Verbindung gibt. Und wenn nicht, laufen wir einfach schnurstracks zurück nach Hause, erfinden irgendwas und hoffen, dass das soweit okay ist. Weil wir brauchen echt unseren Rucksack wieder. Oh, hier ist eine Verbindung. Und Blümchen. Zack. Zack. Ihr seid eh schlecht, so. Aber es war nur ein vereinzeltes Blümchen. Na gut, nach Hause. Keine Zeit mehr verschwenden. Lauf, 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 lauf. Und der Weg ist zu Ende. Und das ist schon wieder so ein Runtergang. Moment mal. So. So. Ja. Ich will jetzt nämlich gucken, ob diese Höhle mit der anderen Höhle verbunden ist. Oder ob jede Höhle eine extra Welt ist. Ein Skelett. Und jede Höhle ist eine ganz eigene Welt. Ah, schon mal sehr schick. Stalagmiten. Kann ich die kaputt hauen? Schlechte Idee. Sehr schlechte Idee. So, schon besser. Komische Musik. Ja, kann ich. Kommt Gold raus. Ich nehme mal ein paar mit für ein Lagerfeuer. Neues Dings. Hallo Hase, bist du lieb? Oh, nein, ich bin kein Monster. Du bist das Monster. Oh. Nein, 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 so nicht mein... Wie soll ich dich jetzt umbringen? Ist alles dunkel hier. Nee. Nicht vom Hasen verarschen lassen. Hoch. Ja, ja, raus hier. Also schon interessant da unten. Wow, wow, wo kommt ihr jetzt her? Und da ist noch ein Runtergang. Moment mal. Ja, doch, da sind wir runter. Ich dachte gerade kurzfristig, dass wir da runtergegangen sind und bei dem anderen wieder hochgekommen sind, aber das ist gar nicht so. Das heißt, hier wäre jetzt noch ein Hasenbau. Oder Höhle oder was auch immer. Und das wäre nochmal eine extra Welt. Abgefahren. Okay. Los. Ganz schön viele. Lauf, 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 lauf. Wow. Wo kommst du jetzt her? Wir laufen auch richtig, oder? Ja. Und ja, wir sollten hier mit einer Schaufel lang gehen. Da hat Wilson vollkommen recht. Aber nicht jetzt. Das sind Vampirfledermäuse da sehr. Und Fackel ist alle. Die Falle da oben wird ausgelöst. Okay, das merken wir uns für später. Jetzt müssen wir aber erstmal das Lagerfeuer anschmeißen. So, zu Hause. Sehr schön. So. Feuer, Feuer, Feuer. Ich hätte gern dich wieder. So. Okay. Essen. So, Werkzeug und Waffen sortieren. Das Fleisch braucht man für die Hemmbett. Aber, ich denke, das wird bis dahin schlecht sein. Guano.
eine andere Art von Scheiße. Ja, sehr schön. Oh, ja genau, wir wollten was erforschen, bevor wir durchdrehen. Mehr Licht ist schon mal sehr gut. So, wir hätten gerne Heuball erforscht. 133. Wir hätten gerne Schaufel. 148. Wir hätten gerne eine Pitchfork. 162. Und wir hätten gerne einen Razor. Sehr schön. Damit wäre geistige Gesundheit für das Erste wieder im Griff. Aber auch nur fürs Erste. Das können wir verbrennen. So. Werkzeug da. Werkzeug. Das können wir hier lassen. Pitchfork können wir auch hier lassen. Guano können wir hier lassen. Dünger können wir hier lassen. Blümchen können wir hier lassen. Fleisch lasse ich nicht hier. Das isst irgendjemand auf. So. Oh, du hast einen ganz schön langen Bart inzwischen. Warte mal, was brauchen wir für das Wiederbelebungsdingens? Das Meat Efficiency. Vier Steaks von dem guten Fleisch. Wir müssen Yaks finden. Oder ganz viele Schweine töten. Könnten es probieren. Wo ist meine Rüstung? Da ist meine Rüstung. Wo ist mein Speer? Da ist mein Speer. Wir versuchen jetzt ein Schweinchen. Oh, 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 oh. Ein Schweinchen wegzulocken, wollte ich sagen. Aber das klappt nicht. Nee, nee, nee. Kein unnötiges Risiko. Das heißt, wir gehen jetzt an den Schweinen vorbei. Und versuchen, irgendwo Yaks zu finden hier. Also eventuell sind hier inzwischen welche gespawnt. Sieht aber nicht wirklich danach aus. Hasen verpieseln sich immer wieder. Feiger Lump. Nö. Nix behuftes, haariges, großes mit komischen Sachen auf dem Kopf. Ja, alle weg, alle weg, alle weg. So. Na gut, was können wir heute auch noch machen? Wir könnten ein wenig Kohle produzieren. Für den Bumerang. Und sonst müssten wir noch eine Spinne töten. Damit wir die Spinnenseide bekommen. Oh. Waren wir hier noch nicht? Nee, waren wir noch nicht, okay. Ich dachte schon, die Bärenbüsche füllen sich jetzt von alleine auf. Dem war ja, glaube ich, nicht mehr so. Das war ganz früher mal die beste Art zu überleben. Einfach 6, 8 Bärenbüsche bei seiner Basis und das war's. Hat man immer genug zu essen gehabt. Da gab es noch keine Truthähne. Das waren noch Zeiten. Truthähne sind echt nervig. Kommt bestimmt gleich eins. So viele Bärenbüsche, wie ich jetzt schon geplündert habe. Nö. Na gut, kann ich mitleben. Das sind aber echt viele. Ja, sehr schön, würde ich sagen. Zing, zing, zing. Blümchen sehe ich auch ein paar. Die sacken wir mal ein. Zip. Und zip. 184. 89. Gleich voll. Sehr schön. Den Rest lassen wir dafür später. Wir müssen ja auch ein bisschen langfristig denken. Sonst wird das hier nichts. Stirb. Ich sollte einfach aufhören, das zu versuchen. Aber einmal haben wir es geschafft. Ich habe noch keine Ahnung, wie. Das war sogar beim ersten Versuch. Naja, keine Yaks. Das war ja unser Ziel gewesen für heute. Ein bisschen Gras zum Verfeuern. Die anderen Beeren lasse ich an den Büschen dran. Damit die im Winter auch noch da sind. Stimmt, wir könnten versuchen, ein Thermometer zu bauen. Ich glaube, das warnte uns davor, wann der Winter kommt. Irgendwie so war das. Vielleicht sollte ich mich auch nicht rasieren. Das könnte helfen, der Bart. Dass wir weniger frieren, wenn der Bart ganz lang ist. Wäre lustig. So. Zing. Okay. Das kleine Fitzel hier noch. Das müsste es jetzt schon fast gewesen sein.
Das Wurmloch führt da unten hin. Das Wurmloch führt wohin? Jetzt, wo wir gerade so ein bisschen geistige Gesundheit haben, müssen wir doch gleich wieder ruinieren. Hüpf. Zack. So. Und schön viele Blumen in der Nähe, das ist schon gut. Also nochmal. Das Wurmloch führt dahin. Das Wurmloch führt hierhin. Das Wurmloch führt dahin. Okay. Das versuche ich mir mal irgendwie zu merken. Sack aber erstmal das ganze Zeug ein. So, so, so. So. Habe ich irgendwas Gekochtes dabei? Nee, ne? Roh will ich das Zeug nicht essen. So, flupp. Flupp. Oh, Biene. Hatten wir nicht irgendwo ein Spinnennest gesehen? Also oberirdisch. Ich sehe keins. Wie zur Hölle sollen wir die Seite kommen, wenn wir keine Spinnen haben? Oder die sehen jetzt irgendwie anders aus. Aber das kommt mir alles ein bisschen weicher vor. Also die Symbole auf der Minimap. Sieht richtig schön aus. Oh ne, keine Spinne. Also wir müssen eine Expedition ins Unterreich machen, um Spinnen zu finden. Finde ich jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Früher waren die überall. Und ich weiß auch ganz genau, dass ich oberirdisch schon eine gesehen habe. Also ein Spinnenei. Das war, glaube ich, in einer von den Savannen. Oh, was ist das da? Das sieht komisch aus. Oh, das könnte eine Spinne sein. So in die Richtung. Ein Spinnen an den Bienen vorbei. Und links von uns. Jo, Spinnennest. Sehr schön. 101 Lebenspunkte. Ist jetzt nicht so viel. Ich guck mal. Was war das gerade? So, du, komm her. Ne, funktioniert. Oh, das funktioniert wieder. Ich weiß nicht, wie oft sie das jetzt schon rein und raus gepatcht haben, dass man Spinnen einfangen kann, aber na gut, komm her. So. Zip. Monsterfleisch. Dich dahin. Dich auf. Ha, aber vielleicht kriegt man so nur Fleisch und keine Seide. Komm her. Oh. Das Ei zuckt. Ich hoffe mal, es kommt gleich keine gelbe Spinne raus. Die war nämlich echt garstig. Was zur Hölle bist du? Spider Gland. Rechtsklick zum Heilen. Hm. Okay. Das wird das Ganze ja noch einfacher machen. Komm her. Kann ich die einfach tothauen? Ja, tothauen ist irgendwie einfacher. Wenn es nicht so viele sind. So, erstmal hinlegen. Da rein. Flupp. Okay. Und ein Lagerfeuer. Für demnächst. So, Dark Petals verbrennen. Blümchen verbrennen. So. Monsterfleisch. Gucken wir mal, was Monsterfleisch inzwischen macht. Wir haben 101 Lebenspunkte. Es zieht 3 Lebenspunkte ab. Das geht noch fast. Aber wir haben noch anderes zum Verkochen. Nämlich jede Menge Beeren. Und da war gerade schon wieder dieses komische Flackern. Es war ganz kurz, so ein Frame vielleicht. Rot oder sowas in der Richtung. Geistige Gesundheit ist mir noch vollkommen okay. Sehr komisch. Na gut, weiter kochen. Zack. Zack. Das Fleisch sollten wir auch mal demnächst kochen. Ich glaube, das hält dann länger. So. Und ich wollte noch was anzünden. Das können wir auch mal schnell machen.
Zing. Dich anzünden.